Hallöchen und herzlich willkommen zurück bei Shadow of War, Schatten des Krieges. Ich bin der gute Pulsar, so nennt man mich ab und zu mal. Und ich bin hier auf der Suche nach den verlorenen Schätzen von Nurn. Und deswegen holen wir uns jetzt das letzte verlorene Artefakt in Nurn, was in dieser Richtung ist, 1000 Fuß entfernt. Dann haben wir noch, glaube ich, eine Herausforderung von Celebrimbor zu tätigen. Und dann haben wir auch alles versteckte und geheime. Oh, hier ist eine Kampfgrube. Versteckte und geheime hier getan. Wir tun halt, wie schon ein paar Mal erläutert, alles dafür, unsere Armee zu vergrößern. In der doch, naja, was soll ich sagen, in der doch schwierigen Zeit, da sie halt immer stärker werden. Und ich würde mal vermuten, dass da der Eingang ist. So ist es. So ist es. Und da liegt auch schon das Artefakt. Sehr schön. Manche betrachten Ringe lediglich als Zierde, Schmuck für den Finger. Doch dieser Ring kennzeichnet seinen Träger als Herrscher Gondors aus der Linie der Hammersier. Und die Verzierungen formen ein Siegel, das Briefe ziert wie eine Unterschrift. Dieser Ring ist vielleicht das Einzige, was von Hammersiers Linie bleibt. Ich weiß, dass sie beim Fall Minas Ithils ausgelöscht wurde. Ein symbolträchtiger Ring ist viel mächtiger als einfacher Schmuck. Da hast du recht. Das stimmt auf jeden Fall. So, wir gucken mal wieder auf der Karte. Was fehlt uns denn noch hier? Guck mal. Marbat. Das fehlt uns noch. Marbat ist da. Ja, was du immer riechst. Dann geh dich mal duschen. Riech nicht, hör auf an deinen Füßen zu riechen und geh dich duschen. So. Dann machen wir Marbat. Erinnere dich an einen Moment, an dem Celebrimbor Karagor beherrscht hat, um ihre Hartnäckigkeit im Krieg einzusetzen. Wir starten. Marbat. Kein Handwerker wird sofort mit Erfolg belohnt. Nur ein eiserner Wille kann lange genug ausharren. Beherrsche den Karagor Rudelführer. So, erreiche den Wald. Alles klar. Was für ein triumphaler Ritt, gefolgt von unseren Karagor-Freunden. Ich bin mal gespannt. Abgeht. Siege Feinde im Wald. Sogar Richter auf dem Rücken eines Raubtiers Feinde hin. Bin ich jetzt alleine? Sind die alle tot? Nee, oder? Ernsthaft? Tatsächlich alleine jetzt. Ich
aufpassen, dass der Karagor nicht drauf geht, ne? Und wir sind, der Karagor ist nicht mehr der Beste. Sehe ich dann auf dem richtigen am Rücken des Feindes, am Rücken des, ja, innerhalb der Zeit, das können wir jetzt vergessen. Okay, das war's. Okay, doch nicht. Alter. Ich muss aufpassen. Scheiß Mission. Oh, haben wir uns gerade mal so gesnappt. Da. Die schließen es, es geht uns ja rein. Als Sauron mir den einen Ring zeigte, wusste ich, dass er nicht perfekt war. Es verlangte ein Höchstmaß an Beharrlichkeit, ihn zu verfeinern und sogar mehr, um den neuen Ring zu schaffen. Alles klar. Fähigkeit freischalten auf B. Das heißt, wir haben wieder eine Fähigkeit, die wir freischalten könnten. Was haben wir hier zum Beispiel? Erfolgreiche Wehrangriffe bringen dir deutlich mehr Macht ein. Macht wird vollständig zurückgekehrt, wenn du Schaden erleidest. Ich nehme jetzt einfach eins am anderen, ist mir gerade egal. Wir gehen da nochmal schnell in die Karte rein, gucken, was wir jetzt noch machen können. Hier auf Nurn, in Nurn, auf Nurn, wie auch immer. Ich glaube, oh, da ist noch was. Trickser. Locke den Trickser vor, indem du schleichend Schildträger tötest und beherrsche ihn dann. Okay. Dann dürfen wir aber soweit eigentlich, glaube ich, alles hier haben. Also Geheimnisse haben wir dann alle. Ja, das sieht gut aus. Dann machen wir das noch. Diese Richtung. Wer ist Trickser? Ist Trickser wieder ein Soldat? Schnapp ihn! Ich glaube schon, dass Trickser ein Soldat ist. Wir sprinten einfach wie bekloppt Richtung alter Häuptling der Trickser. So, wir müssen hier in den Wald rein. Das war echt ein Scheißauftrag gerade. Schon bei der ersten Station sind alle Karagors von mir gestorben. Das habe ich mir so nicht vorgestellt. So, hier kommen wir wieder aus dem Wald raus. Ach, herrlich. So, 300 Fuß hier irgendwo hinten. Ah, vorm Tor, okay. Die Festung gehört ja uns. Gott sei Dank.
Locke den Trickser vor, indem du schleichend Schildträger tötest und beherrsche ihn dann. Liebend gerne. Die meisten Orks sind tump. Doch der Trickser war umso cleverer. Als wir gegen Sauron marschierten, war ein Häuptling mit solcher List eine wahrlich wertvolle Waffe. Oh nee, kommt der jetzt da raus? Entfernen hier von den ganzen Trubel. Mock, der Trickser ist erschienen. Oh, ich habe wieder die Kamera vergessen. Alter, 47! Oh, es ist ein Eindringling und ein Schleichender dazu. Komm schon, geheimnisvoller Fremder. Komm heraus aus dem Schatten. Trau dich! Ja, klar. Und da hat er noch... Ja. Er hat noch drei andere dabei. Alter, ist was. Pff, lächerlich. Die alle auch. Oh, vier, korrigiere. 4,47 hat der dabei. Tot. Nein! Nein, wir hätten es beinahe geschafft. Das war der Falsche. Die meisten Orks sind tot. Oh, Scheiße! Doch der Trickser war umso cleverer. Als wir gegen Sauron marschierten, war ein Häuptling mit solcher List eine wahrlich wertvolle Waffe. Scheiße, wir hatten ihn fast gehabt, er war so gut wie tot. Schleichender dazu! Komm schon, geheimnisvoller Fremder!
Komm heraus aus dem Schatten! Trau dich! So, und wir wissen, dass Moog gegen Feuer anfällig ist. Das ist seine Schwäche. Oder Moog. Schatten beherrsche. Okay. Erfüllst meine Erwartungen. Freigeschaltet, Krieger des Zeitalters. Schattenherrscher Moog, den Trick zerging leider nicht, aber wir haben es geschafft. Yes! Geil! Der Trickser nutzte seine Gerissenheit um ihrer selbst willen. Gelegentlich zu meinem Verdruss, doch oft zu meinen Gunsten. Und letztendlich ließ er sich ebenso manipulieren wie jeder andere Ork. Ja, wir haben ihn. Sehr geil! Moog, der Trickser. Gut abgestimmte Gewehre, ein Elbengeschoss, okay. Wir nehmen jetzt, wie gesagt, eins nach dem anderen, ist mir gerade egal. Wir gucken erstmal auf der Karte, denn eins möchte ich noch in der heutigen Folge machen. Und zwar hier zum Schattengrab hinreisen. Haben wir jetzt hier eigentlich alles gemacht? Ich glaube schon. Da. Dahin möchte ich. Das liegt da in dieser Entfernung, denn da müsste ja eigentlich die Ethylentür liegen. In der ein weiteres Artefakt versteckt ist. Ja, tatsächlich ein 47er, Alter. Wenn man die Schwächen halt. Wenn man die Schwächen kennt, ist es echt geil. Dann sind sie sehr leicht zu kontrollieren. Wieder da hoch. Ich vergaß. Ja. Blutet ihn aus. Komm. Der erste, der ausgeblutet wird, seid ihr. So, dann ging es, glaube ich, nochmal hier hoch, ne? Irgendwo. Ja, genau. Hier an dem Turm hoch. Dann hier rüber. Oh, glaube ich, dann dieser Folge oder den letzten da? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Die Treppen hoch, die Leiter hoch. Hier auch andere. Huch. Na, dann die Seite gesprungen. So, dass du mir den Ärger machst. Ja, dann automatisch quasi dahin führen. Fast, ja. Sehr gut. Wir betreten das Reich der Schatten. So, die Intelligentür. Da müssen wir doch jetzt eigentlich. So, jetzt wiederherstellen. Wir müssen doch eigentlich alle. Ja, wir haben alle Begriffe. Sehr schön. Dann wollen wir mal. Lass unsere Feinde sich mit Eisen und Stein befestigen, würde ich sagen. Eisen. Lass sie schuppige Schlangen herbeirufen, wilde Bestien. Es wird ihnen nichts nützen. Niemand hat über die Zeitalter eine Armee mit solch einer Waffe gehabt. Solchen Kummer
solchen Schrecken gegen die tiefschwarzen Horden, die es wagen, Herrschaft über ein bald schon strahlendes Mordor zu beanspruchen. Müsste es richtig sein. Yes! Lass unsere Feinde sich mit Eisen und Stein rüsten. Lass sie schuppige Schlangen herbeirufen, wilde Bestien. Es wird ihnen nichts nützen. Niemand hat über die Zeitalter eine Armee mit solch einer Waffe gehabt. Solchem Kummer. Solchem Schrecken gegen die tiefschwarzen Horden, die es wagen, Herrschaft über ein bald schon strahlendes Mordor zu beanspruchen. Wohlweise gesagt, mein Lieber. Wir haben den Bogen des hellen Herrschers bekommen. Geil. Geiler Scheiß. Stufe 42. Stellt pro Fernkampftreffer 12 Fokus wieder her. Aufgeladene Kopftreffer frieren Feinde in der Nähe ein. Das ist auch geil. Wir nehmen den einfach, wenn er ein bisschen schwächer ist. Aber Alter, 42. Der Bogen des hellen Herrschers. Wir haben ja auch das Schwert des hellen Herrschers. Wir sind der helle Herrscher. Also eigentlich sind wir es nicht. Ja, da haben wir eigentlich alles in der heutigen Folge geschafft, was ich schaffen wollte. Wir haben nämlich das komplette Gebiet Nurn freigeschaltet. Lass uns mal noch kurz gemeinsam in die nächste Karte reinspringen. Wie geht denn das nochmal? Warte. Scharkburz. Da können wir hin. Hier können wir dessen Überlieferung, das ist eigentlich totaler Kappes. Pass auf. Waren wir hier schon? Seregost. Nee, lass uns da mal hinreisen. Schnellreise. Da müssten nämlich auch noch jede Menge Artefakte und Erinnerungen und alles da liegen. Da springen wir mal gemeinsam kurz noch hin. Drücke im Rennen links Shift zum Rutschen. Auf diese Weise kannst du Feinde zu Boden werfen und sogar unter Hindernissen hindurchrutschen. Das wissen wir doch schon. So, wir gucken noch mal kurz hier gemeinsam auf die Karte. M. Ja, so ist es. Guck mal, hier, das haben wir schon. Megras, das ist wahrscheinlich das Hügelgrab. Genau, wenn das hier schon positioniert ist, haben wir das schon. Hier mal ein Itilin. Also hier können wir noch einiges tun. Noch ein paar Sachen einsammeln. Geil, freue ich mich drauf. Was ist denn das? Da unten ist ein leuchtender Punkt. Egal. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Bis bald. Tschüss.